aber auch er den Gipfel in Sichtweite muss er aufgeben. Da gräbt er erstmal den halben Krater um, um dann den Anstieg zu schaffen, aber da hat er dann auch zu wenig Schwung, das reicht nicht mehr. Arthur Petersson, der Titelverteidiger, genannt Ölfuß, das ist sein Spitzname. Und er zeigt, dass es geht, dass man den Parcours schaffen kann. Da hat aber alles Glück der Welt. Bei diesen Bildern wird auch klar, bei den gewaltigen Schlägen, die da...